Herzlich willkommen, Leute, zu meinem Vlog Nummer 5. Ich habe gerade meine Klamotten gepackt, ich bin auf dem Weg nach Berlin und jetzt noch zu Hause und jetzt im Auto auf dem Weg nach Berlin. Und jetzt direkt in Berlin mit Flo. So, wir suchen uns was zu essen. Ne? Wir waren schon bei Ikea, wir waren schon beim Motion Design und jetzt geht's zum Essen. Zu Dudes Deli. Darf man nicht sagen. Wir müssen das trotzdem bezahlen. Ach so, ja, schön. Ja, tut mir leid. Ja, genau. Wir gehen Burger essen. Wir gehen Burger essen. Auf geht's. Ist offen? Ist offen? Ne. Super, Flo, hast du gut hingekriegt. Heute Burger-Diät. Ja. Wir gehen in Leben. Weil lonely, oder was? Warte, können wir auch drunter setzen? So, ja, okay, ja. Ja, vielleicht. Genau. Vielleicht. So, Flo hat einen Plan. Flo, wohin geht's? Im Busch. Im Busch. Hey, wohin gehen wir, Flo? Was machen? Ich darf ja wieder nicht sagen, wo wir hingehen. Nach Englisch. Aber wir gehen jetzt in einen anderen Burgerladen. Sag doch, wie heißt der? Da waren wir schon mal. Ach so, da waren wir schon mal in dem Burgerladen. Genau. Das ist eigentlich der Klassiker. Von dem gibt es drei Läden in Berlin. The Bird, wie der Vogel. Na dann, ab ins The Bird. So, wir haben uns gestärkt, sind jetzt auf dem Weg zu Titos. Was, wie war's? Darf man das sagen? Wir sind auf dem Weg zu... Ne, ich kann's ja rauspiepsen. Achso, wir sind auf dem Weg zu... Ja, genau. Warte, nein. Du sagst das nicht, piepse. Wir sind auf dem Weg zu Titos. Nein, gestärkten Burger war geil. War gut, danke für die Empfehlung. Ja, ich danke für den Burger. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, ich will mir ein Pennyboard holen. Penny, ja. Auf geht's. Wie geht's gleich rein? Und sagen einfach, wir sind vom Zoll. Ja, genau. Und wir mal die Papiere von einer Hand. Die Papiere sehen. Genau. Mal gucken, was passiert. Der rote Knopf. Habe ich schon, läuft schon. Der rote Knopf, da geht's los. Echt? Der da? Cool. Und dann geht's los mit dem Cruiser, würde ich sagen. Schön auf die Fresse fliegen. Wollte ich mir holen. Finde ich cool. Und jetzt machen wir Berlin unsicher, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, schnell, weil mein Parkticket läuft ab, Flo. Komm. Ab aufs Board. Los, lass dich ziehen. Komm. Lass dich ziehen. Eieieiei. Leica. Wir beide gehen jetzt in den Leica Store, oder Flo? Ja, einverstanden. Wir gucken uns jetzt mal die Q. Die gucken wir uns auf jeden Fall an. Leica Q. Die Leica Q. Blinde Q, Milka Q, ja. Leica Q. Hoffentlich ist es keine blinde Leica Q, weil ja, das wäre scheiße. Und schauen wir einfach mal, was die da jetzt Schönes haben. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere für uns, oder? Portemonnaie festhalten. Ja, mal gucken, wie schnell wir 4.000 Euro alle kriegen. I like her. Ja. Du hast gesagt gerade da drin, es wird eine unruhige Nacht. Es wird eine sehr unruhige Nacht, auf jeden Fall. Ja, Witz. Oh. Scheiße. So, wo nehmen wir das Geld her? Wir sparen. Nein, wir waren ja gerade bei Leica drin. Wir wollten da drin jetzt nicht filmen, weil mit unserem Sony-Spielzeug. Nein. Wir haben uns die Kuh angeguckt, wir haben uns die M angeguckt. Mhm. Und ich muss sagen. Ich stehe auf Kühe. Wir haben gerade gesagt, die Kuh ist eigentlich die geilere Kamera. Die M ist nichts gegen die M. Super. Mega geiles Ding. Ja. Aber die Kuh ist schon geil. Für, wenn man schneller unterwegs sein möchte, fotomäßig, ja, ist sie viel geiler. Und leichter auch. Ja. Vom Gewicht her. Also, die wiegen ja recht. Ja. Ich glaube, Leica Store, wir sehen ihn bald wieder. Ich befürchte es. Aua. Wir schlafen jetzt mal eine Nacht drüber. Oder zwei vielleicht auch. Ja. Und dann ist es vielleicht am Ende dann die Kuh. Oh. Kennst du, ich, ne? Ich soll nicht mehr so viel, habe ich gelernt, ich soll nicht mehr so viel über AMG reden. Ah. Weil das ist zu viel AMG. Ne, mache ich nicht mehr. Da war zwar gerade ein AMG GT, aber ich rede nicht mehr darüber. Nein, Leica. Leica jetzt. Jetzt über Leica. Baller Leica. Jetzt suchen wir unser Auto. Ja.
und dann, wir müssen noch in den Mediamarkt oder in irgendeinen anderen Multimedia-Laden. Ja, gibt's ja einige. Gibt's einige. Mediamarkt, Saturn, Cyberport, gibt's ja alles. 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 Kann man überall hingehen. Kann man. Nee, und da holen wir jetzt noch für die GoPro ein Kopfband, weil ich brauche das. Aber das gibt's dann was anderes. Okay, tschüss. Tag unterwegs gewesen? Viertel vor zwölf, fast elf. Ich sag doch nicht. Jetzt hat er ganz 11 Uhr. Ganz knapp. Flo und ich, wir sind durch für heute. Wir waren jetzt überall. Leica Store. Wir waren ja noch in einem Multimedia-Laden. Haben mein Kopfband für die GoPro gekriegt. Warum, zeige ich euch noch später in einem anderen Video. Im zweiten Multimedia-Laden, in dem wir waren. Nicht in dem ersten. Achso, okay, genau. Im zweiten waren wir. Weil es gibt ja so viele. Ja, genau. Haben wir alles gekriegt. Jetzt waren wir essen, habt ihr ja gesehen. Wir waren jetzt nach Lecker essen mit dem Robby. Kumpel von dir? Mhm. Und jetzt heißt es nur noch nach Hause und dann ab ins Bett, oder? Für heute sind wir raus. Bin ich sehr dafür. Okay, heute sind wir raus. Morgen ist der Flo nicht mehr mit dabei. Du haust früh ab. Ich stehe mit dem Flo auf. Ich habe morgen hier noch ein bisschen was in Berlin zu tun. Seht ihr dann gleich, was ich da gemacht habe. Ja. So, also ja, für die sind es gleich. Ja, gleich. Ich sehe es morgen. Ja. Bis morgen. Zeitreise. Tschüss. Guten Morgen. Ich bin jetzt gerade im Parkhaus angekommen. Wir haben jetzt Tag 2. Und ich suche jetzt gerade mal den Ausgang hier. Ich bin im Sony Center und treffe mich jetzt gleich mit jemandem. Ja, schauen wir mal, wie das gleich wird. Was mache ich jetzt? Ich treffe mich mit dem Alex Roloff. Der ein oder andere von euch kennt ihn. Ich bin da mit ihm VLN gefahren. Und ja, wir treffen uns jetzt und der Alex will ein bisschen was mit mir besprechen. Schauen wir mal, was er mir sagen will. Ich werde es euch berichten. So, also ich hatte jetzt gerade das Meeting mit dem Alex und ich kann euch leider nicht sagen, um was es genau ging. Aber es wird ein geiles Konzept. Wir haben da uns was Geiles überlegt. Und ja, ich werde sehr bald davon erfahren. Ich bin fertig mit dem Vlog für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, einfach einen Daumen nach oben. Und dann würde ich mich drüber freuen. Heute, wenn ihr das Video anguckt, bin ich schon wieder beim nächsten. Dann nehme ich auch meine Kamera mit. Wird mal wieder was ganz anderes. Nehme ich euch auch mit dazu. Und das werdet ihr dann morgen sehen. Also ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen demzufolge. Ciao.